ja, das kurze, schnelle, das ist nicht so meins. Und dann war ich halt viel zu langsam für die normalen Amateurrennen, Bundesliga-Rennen in Österreich. Und dann habe ich einen Beitrag von Christoph Strasser gesehen, dass ihm der in Amerika drüben so ein wahnsinnsirres Rennen da gewonnen hat. Da habe ich gedacht, ja, Sachen gibt es, gell, aber schauen wir mal, ob das was für mich war, so lange Einheiten am Rad fahren. Das ist Dominik Meierhofer, Ultracycler oder auf Deutsch Extremradfahrer aus Kuchl. Der Tenningauer steht vor seiner größten sportlichen Herausforderung, der Teilnahme am Race Across America, einem der traditionsreichsten und härtesten Ultraradrennen der Welt. Am 11. Juni 2024 beginnt für den Salzburger das rund 5000 Kilometer lange Race von Amerikas Westküste zur Ostküste, von Oceanside in Kalifornien bis nach Atlantic City in New Jersey. Der Weg für die körperlichen und mentalen Voraussetzungen dafür begann schon vor Jahren. Und das war eben der Hauptaugenmerk in den letzten Jahren, dass wir gezielt die Rennen ausgesucht haben, dass man irgendwann einmal sagt, okay, man könnte vielleicht so weit sein, dass man nach Amerika fliegt. Das heißt, nicht angefangen mit dem ersten Rennen gleich mit rund um Österreich mit 2000 Kilometern, sondern mal angefangen mit dem Glocknerm einen Sprint damals. Der hat gehabt, ich glaube, was hat er gehabt, 600 Kilometer. Dann haben wir auf 1000 Kilometer. Dann haben wir ein Jahr gehabt, wo wir 24-Stunden-Rennen gehabt haben, wo, ich glaube, drei Rennen innerhalb von 1,5 Monaten waren. Das heißt, immer wieder eine starke Belastung. Dann haben wir gesehen, okay, am Berg haben wir ganz gut, am Flachen müssen wir besser werden. So, dann haben wir uns das Race Across Germany ausgesucht. Das hat 1100 Kilometer und 7000 Höhenmeter. Also, das ist Bredel eben. Und dann haben wir das auch gewonnen, haben wir gewusst, okay, das schlägt an jetzt, das Zeitfahren. Und so haben wir uns halt ein bisschen hingearbeitet. Im November 2023 stand das Projekt Race Across America noch bevor es begonnen hat, vor dem Aus. Vater und Teamchef Michael Meierhofer schildert, wie es doch weiterging. Es gibt einfach ein paar Knackpunkte, wenn du das Rennen antreten kannst. Das ist natürlich erstens einmal die körperliche und die mentale Stärke. Im Prinzip braucht man einen Arzt. Ja, wir hatten noch keinen Arzt oder ärztliche Begleitung. Und des Weiteren sind uns irrsinnig viele Euros abgegangen. Im Prinzip haben wir Ende November beschlossen, dass wir es nicht rüberfahren und dass wir es einfach verschirmen. Hat schon irgendeinen besseren Grund dafür. Ne? Und so wie der Dominik eben ist, ein Kämpfer mit viel Ausdauer, hat er dann noch den einen oder anderen Sponsor dazu bekommen. Und das sind sehr gute Sponsoren, die wollen mit ihm eben die Reise teilen und unterstützen ihn da. Und dann war eigentlich der Startschuss fürs Rennen 2024. Es ist das härteste Radrennen der Welt und das passt dann ganz gut auch zu uns, zu unserem Unternehmen. Wenn es um Ausdauerfähigkeit geht, Leistungsfähigkeit und so weiter, das sind die Werte, die auch wir als Unternehmen vertreten. Beim Teammeeting in Kuchl treffen sich Sponsoren und alle, die Dominik beim Race begleiten werden. Darunter auch sein Trainer Thomas Stadler. Der studierte Sportwissenschaftler hat einen wesentlichen Anteil dafür, dass Dominik in der Form seines Lebens ist. Stadler bringt eine langjährige Erfahrung in der Trainingssteuerung im Spitzensport mit und wird ihn sportlich durch das Race navigieren. Bei ihm ist es halt auch so, dass man am Anfang sicherlich auch bremsen muss, dass man sagen muss, so runter vom Gas. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, so wie wir fahren da in einer extremen Hitze. Da sind natürlich dann so Sachen wie das Hitzemanagement, natürlich auch die ganze Schlafstrategie. Ja, so wie es die ganz die schnellen Herren, das ist halt schon echt am Limit mit 14 Stunden Standzeit. Sagen wir mal so, Halluzinationen und so Sachen sind halt auch ein bisschen part of the game, sage ich mal. Geplant sind rund 2 Stunden Schlaf pro Nacht. Das wird dann auch jeweils die Hauptzeit für Ärztin Petra Daubeck-Putzer und Physiotherapeutin Kathi Pantui. Petra wird den körperlichen Zustand überwachen und Kathi die Muskulatur des Ultracyclers im Schlaf auf Vordermann bringen. Wir haben einige Medikamente mit. Wir müssen nur schauen, dass er kein Lungenödem kriegt in der Höhe um oder auch mit dem Kopfschmerz Richtung Hirnödem bei dieser Belastung, dass wir medikamentös schauen oder wenn er wirklich massive Schmerzen kriegt hat, dass er einfach Medikamente kriegt, die nicht in die Dopingliste natürlich fallen, dass wir das alles mithaben. Eventuell ein Inhalationsgerät in der Wüste, da ist ja doch der ganze Staub.
dass man einmal durchinhalieren lassen von der Lunge her und er dann natürlich auch diesen ganzen Schleim ausspucken kann. Verhärtete Muskulatur wird natürlich eine Rolle spielen. Achillessehnen, Unterschenkel, die einfach fest sind, weil sie einfach immer in einer starren Position sind, nicht viel ausweichen können, dass man die wieder locker kriegt, und unterer Rücken, dass der einfach einmal durch das, dass er immer in einer fixen Haltung ist, auch wieder ein bisschen aus der Bewegung rausbringt, Ausgleichsbewegungen macht sozusagen. Nerven spielen eine Rolle, gell? Im Optimalfall kriegt er so spät wie möglich Taubheitsgefühle in der Fußsohle bzw. in die Fingern. Wenn das auftreten wird, wird wahrscheinlich sowieso sein, Sensibilitätsstörungen. Trotzdem kann man da physiotherapeutisch einwirken drauf. Ja, es können die unterschiedlichsten Situationen auf einem zukommen. Wenn er einen langen Tag hat mit viel Gegenwind zum Beispiel, eintönige Strecken, das geht einem sehr auf die Psyche, sage ich mal, wie jeden Fahrer. Das ist eine extreme Belastung, ein Ausnahmezustand. Dann halt einem einfach zu sagen, okay, warum ist man mit? Wir haben einmal ein Rennen gehabt, wo er auch, ja, da ist er in Kärnten am Ussiacher See gestanden und hat gemeint, er steigt nicht mehr aufs Radl auf, er schmeißt jetzt alles hin. Und ich habe zum Sommer gesagt, Alter, bist wahnsinnig, ich habe mir extra Urlaub genommen dafür. Ich habe meinen Jahresurlaub für dich jetzt da eigentlich gerade hergegeben. Ich konnte jetzt auch irgendwo am Meer sitzen, aber ich bin da. Ich bin da, dass ich dich unterstütze. Und das einfach in den Kopf rufen, was eigentlich gerade die geballte Macht an Team und Sponsoren da eigentlich gerade auf die Reihe gebracht hat, dass wir ihm seinen Wunsch erfüllen können. Technisch wird Domi, wie Dominik im Team genannt wird, mit zwei Rädern an den Start gehen. Einen Großteil wird er auf der Zeitfahrmaschine für die flachen Passagen verbringen. Für längere Anstiege steht ein leichteres Bergrad parat. Verantwortlich für die Technik ist sein Onkel Michael Hödl. Also von meiner Warte her sind die Räder und die Einstellung des Fahrers auf die Räder schon eigentlich im Vorfeld gemacht. Also mit dem Setup fahre ich jetzt schon eigentlich das ganze Training hindurch. Und wie gesagt, für das Rennen an sich sind wir komplett fertig. An sich bleibt mir nur noch der Part über, alles zu kontrollieren während des Rennens. Also wenn ich mit dem einen Radl fahre, wird das zweite gewartet, gepflegt, serviciert, gereinigt, geschmiert und ja, umgekehrt. Ein wichtiger Bestandteil des Teams sind Mutter Barbara und Schwester Hanna. Beide Damen werden ihren Dienst im Pacecar leisten. Die Aufgaben dafür sind ganz klar definiert. Während dem Rennen wird eben der Ernährungsplan abgearbeitet. Es muss geschaut werden, dass das Auto, was hinter ihm fährt, immer perfekt aufmagaziniert ist. Und wenn du dann im Wohnmobil in der Pause bist, wo du dann selber mal schlafen solltest, schaut man natürlich auch, dass dann wieder das alles läuft und organisiert ist. Wobei wir jetzt so ein großes Team sind, dass da die Aufgaben sehr gut verteilt sind. Also wir haben ein Roadbook. Da steht jede einzelne Kreuzung bei den ganzen 5000 Kilometer steht drinnen vermerkt. Mit genauen Kilometeranzeige, wann kommt diese Kreuzung, dass wir ungefähr wissen, okay, jetzt sind nur 5 Kilometer bis zum nächsten Kreisverkehr oder jetzt kommen 2 Kreuzungen direkt hintereinander. Und wir haben natürlich als Unterstützung auch ein Tablet mit der GPX-Route. Das gesamte Team inklusive Sponsoren besteht großteils aus Personen und Unternehmen aus Kuchl. Auch die Gemeinde unterstützt das Projekt. Ich finde es einfach eine super Geschichte. Einzigartig, muss man auch dazu sagen, hat noch kein Kuchler gewagt. Also der Tourismusverband, die Holzgemeinde und die Gemeinde gemeinsam werden hier schauen, was wir zusammenlegen können, damit wir dieses großartige Projekt auch entsprechend unterstützen. Wenn Dominik in 8 bis 10 Tagen die rund 5000 Kilometer und 50.000 Höhenmeter geschafft hat, erwartet ihn eine ganz besondere Überraschung. Wir fahren dann am 18. Juni. Fliegt die Lina mit mir, also unsere Tochter mit uns um. Meine Mama fliegt mit mir mit und meine Tante. Und wenn wir dann wissen, wenn der Domi beim Ziel in der Nähe ist, dann werden wir vom Wohnmobil abgeholt, aufgelaubt und seine Mädels, wir dürfen dann auf ihrem Ziel warten. Ich weiß, wenn alles gut rennt, haben wir verdammt schnell. Das wissen wir. Für das haben wir jahrelang trainiert. Die Leistungstests passen, das habe ich sicher. Aber es ist eher so, dass ich das als Abenteuer sehe. Ich sage, ich kann nach Amerika, kann mir das anschauen. Beziehungsweise, was ich dann nicht mehr weiß, erzählen sie mir nachher. Und einfach als Erlebnis mit einer richtig coolen Truppe da durch Amerika fahren. Und ich glaube, das erzählen wir uns im Altersheim noch.